Kriegst hier natürlich noch eine schöne Fepprolle mit auf den Tisch. Das schlechte Zeiten, nicht wahr? 297.000! Wir haben durch den Garten und durch die Verhandlung unnormal Kohle gemacht! Hey! Ich bin's, euer Kalle Kuschinski. Wie ihr seht, auf meiner Fab-Rolle ist nicht mehr viel drauf, ey. Wallah. Das ist einfach nur Scheiße, versteht ihr das? Die aller Ultras GmbH, die hat sich in den letzten 14 Monaten hier wirklich etabliert. Wortwörtlich den Ass aufgerissen, versteht ihr? Den Ass! Und jetzt stehen wir vorm Bankrott. Guck nicht auf meinen Kontostand. Guck nicht auf meinen Kontostand. Ihr sollt nicht auf mein... Also die Fabrollen, die werden langsam knapp. Ich sag's, wie es ist. Und wir kriegen auch keine Aufträge mehr rein. Zähl hier schon die Fabrollen. Jedes Mal, wenn ich am Keckern bin, dann denke ich mir so 1, 2, 3, ich habe keine Lust mehr. Ja? Kalle Kuschinski Design, auch für die Katz. Keiner hat sich dafür interessiert. Wo ich mir denke, Junge, es sieht doch mega nice aus. Wieso will das keiner haben? Weißt du? Ja, und die Kettensäge, ich meine ganz ehrlich irgendwie. Naja, auf jeden Fall wollte ich mal sagen, ich glaube, es ist einfach... Die Leute wissen auch einfach nicht, was gut ist, was ich in Architektur angehe. Weißt du, was ich meine? Immerhin haben wir noch ein MacBook, ne? So. Oh. Oh. Leute! Aufträge! Mails! Karte! Oh! Wir haben ja schon 4 Häuser verkauft, erfolgreich. Ich würde jetzt einfach nochmal sagen, zum Abschluss, machen wir nochmal so eine richtige prunkvolle Hütte. Okay, Leute. Also ich würde sagen, wir nehmen jetzt unser restliches Budget, was wir noch haben, holen jetzt hier mal so eine richtig schicke Hütte, 280 Quadratmetern ins Haus, Alter. Weil wenn wir uns hier die Bilder angucken, da ist wahrscheinlich eh einiges zu machen. 3 Etagen, Alter. Das haben wir auch noch nie. Ja, und ich würde sagen, wir kaufen das jetzt, wir möbeln das richtig auf. Wir pimpen das Haus richtig. Denn eins möchte ich euch wirklich. Dramatische Musik, bitte. Meine Damen und Herren, ich bin der König der Fabrollen. Ich bin der Hauspimper. Ich bin Kalle Kuschinski. Und ich pimp dieses Haus. Alla. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. Hallo! So, Leute, jetzt sind wir hier. Hier sehen wir wieder die Interessenten über mir aufgelistet. Wir müssen natürlich wieder dran denken, dass wir einen Gartencontest machen müssen nachher. Aber jetzt sage ich mal ganz einfach so: Wir pimpen jetzt das Haus à la Kalle Kuschinski-Style. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. Wir haben 60.000 Budget. Damit können wir einiges flexen, einiges machen. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt hier erstmal ordentlich auf. So, dann gehen wir mal nach oben und gucken mal jetzt hier in der nächsten Etage, was hier so ist. Ich meine, es ist ein recht sauberes Haus gefühlt. Wir nehmen gleich mal den Wischmopp in der Hand, aber so ein bisschen, hier hat jemand so ein bisschen hingekeckert und so und so ein bisschen Pipi auf dem Boden, aber ansonsten ist hier ja auch nicht viel. Was gut ist, ist, dass wir uns hier komplett austoben können. Ne? Wir haben natürlich hier einiges an Ungeziefer, Unkraut im Garten drin. So viel Platz ist hier allerdings auch nicht. Haben wir eigentlich mittlerweile die Axt? Jo. Nee. Axt ist noch nicht verfügbar. Das ist auch so eine Sache. Muss ich hier jahrelang durchboxen, ne? Naja, wir nehmen mal einen Wischmopp in der Hand und wischen hier mal ordentlich durch. Man kennt es. Oh, und da freuen die sich, ne? Ah, lecker, lecker. Sauber, Mari. Ist das eigentlich Schmutz oder kann das weg? Ah, guck mal, draußen macht man das so. Mit einem Spritzer. Guck mal, kann man schön wegspritzen hier. Fenster reinigen. Dann jetzt mal Turbo-Modus, sauber machen, Style. Also Turbo war das jetzt nicht. Ich sag's, wie es ist. Was ist eigentlich im Keller los? Alter, das ist ja ein richtiges Paradies hier. Guck's dir an, ey. Richtig geräumig. Hier kann man richtig was machen eigentlich, ne? Könnt ihr mal gucken, wo ihr bleibt, wenn Kalle Kuschinski irgendwann nicht mehr da ist und eure Häuser nicht mehr pimpt. Versteht ihr das? Ja, dann bin ich halt nicht mehr da. Dann bin ich halt weg. Dann könnt ihr selber eure Häuser pimpen. Ganz ehrlich, ich mach das dann nicht mehr. Wenn ihr mir keine Aufträge gebt, Alter.
Bin ich ehrlich? Ganz, ganz ehrlich bin ich da, du. So und so. Kaufen. Aha, die wollen das nicht. Das heißt, ich muss die kleine Kacke da hinschmeißen. Hä? Was wollen die denn? Muss das jetzt aufdrehen? Alter, was? Kann ich jetzt die andere nehmen? Schön in blau? Immer noch nicht. Sag mal, wollt ihr mich verkackeiern oder was? Die geht. Ja, gut. Dann montieren wir den Bums. Irgendwann später. So. Und fertig ist das Gerät. So, was haben wir hier noch? Heizung. Heizung, standardgemäß, man kennt es. Rein damit und rein damit und rein damit und... Und dann ist das hier fertig. Benutzen. Benutzen? Benutzen. Benutzen. So, und zur Feier des Tages. Ich meine, wir sind ja gut drauf, ne? Und wir müssen einfach den guten Eindruck hinterlassen. I mean it like I say it. Klopapier ist so schön für den Kalle K. Doch wir nennen... Klopapier nur Fabrollen. Ich sagte, Klopapier ist das Allerschönste auf der Welt. Wo ist denn das scheiß Klopapier, Alter? Das ist mein Standard, meine Standard-Fabrolle. Dann kriegt ihr natürlich hier zwei Fabrollen auf Ehrenbruder-Basis noch mit rein ins Toilettenhäuschen. Das ist natürlich super schmutzig da hinten irgendwie. Aber ich kann es nicht schrubben. Kann ich da eine neue Fliesen ranmachen? Zell? Scheiße. So. Das haben wir. Wir haben jetzt hier so eine Grundsanierung durchgeführt. Wir können mal gucken, was die denn so wollen. Es gibt kein großes Familienzimmer. Ein Haus und ein Schlafzimmer. Ich fühle mich nicht gut in diesem Haus. Irgendwie ist es armselig. Ja, Junge, du sollst auch dasselbe einreichen. Geil. Neue Fertigkeit. Oder mal wieder Zeit. Was können wir denn jetzt? So, schnelle Vergipsung, schnellere Vergipsung. Die Fliesen. Ja, komm, dann machen wir nochmal die schnelle Vergipsung hier rein. Einfach ein fürs Feeling. La 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 la. Da, 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 da. Dann gehen wir mal in den Keller drinne. Und ich muss sagen, den würde ich jetzt quasi Kalle Kuschinski exklusiv anbieten. Den restlichen Müll können die sich hier selber einrichten. Aber den Keller, den mache ich. Ja? Und da haben wir uns natürlich hier bei der Aller Ultras GmbH wieder was ganz Besonderes einfallen lassen. Dadurch, dass das Ganze hier so super geräumig ist, kann man hier wirklich was draus machen. Eine ganz klare Geschichte. Ich stelle mir natürlich vor, es gibt hier einen Hobbyraum, es gibt hier irgendwie eine Zockerhöhle oder so, ja. Und dann gibt es hier natürlich noch wirklich dekorativ einiges abzuholen. Deswegen würde ich das jetzt einfach mal... In den Ass. Also wirklich, ich würde es jetzt einfach mal machen. So, zuallererst brauchen wir Folgendes, ja? Ich meine, wir haben ja hier schon einiges gezeigt in den letzten Jahren als Fabmeister. Pimper. Also du weißt schon, wie ich das meine. So, wir brauchen jetzt mal hier schön Tapete. Schön, oh, da sehe ich mich. Da sehe ich mich aber komplett. Hier, so. Und dann ran damit. Zack. Ich würde quasi genau bis hier, genau auf der anderen Seite. Das ist natürlich jetzt nicht parallel. Scheiße, mein Arsch. Wie kann ich das wieder wegkloppen? So. Look at this. Eine geile Höhle. So, da passiert aber auch nachher noch einiges, ne? So, des Weiteren brauchen wir wieder was für die Wände. Wir schaffen jetzt Kontrast. Was passt gut zu Rot? Einen Moment noch. Nichts sagen. Ich krieg's raus. Nichts sagen. Okay, sag's mir. Grün. Genau, deswegen hier schöne Grassy Triangle Tapete, Alter. Zack, 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 zack. So, die eine Wand fehlt jetzt noch. Das streichen wir jetzt aber. Ich habe da einen super astreinen Einfall gehabt. Und dann wird hier gestrichen, du. So, dann nehmen wir nochmal hier schön unser Morgengelb. Dann wird das Ganze hier gestrichen. Pass mal auf. So. Alter, wie farbsparend wir eigentlich mittlerweile auch sind, ne? So, das haben wir. So, weg hier mit dem Müll. Und ich nenne das Zimmer jetzt schon die Ampel des Lebens. Da haben wir natürlich sehr viel Grün, bisschen Gelb. Und da kommt natürlich was ganz Besonderes hin. Das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Aber das ist auch so. Dann gucken wir mal, was der Boden zu bieten hat. So, das sieht ja schon mal astrein aus. Also jetzt haben wir natürlich hier schon mal so einen kleinen Weg. Damit wir auch gleich mal sehen, was hier denn eigentlich passieren soll, ja? Also schon eine ganz eindeutige Sache an sich. So, astreines Design, ja? Astreines Design. Das hat er sich ja wirklich überlegt, der Kuh-Scheiße. Hier machen wir komplett dicht.
Kommen wir später nochmal zu. Das sieht doch schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Kümmern wir uns später um den Rest. Aber man merkt schon, hier hat der Kopf mitgespielt, ne? Also da seht ihr, merkt ihr ja selber. Also ihr wisst es ja auch einfach, ne? Das sieht nach was ganz Eindeutigen hier aus. Hier kommt was ganz Spezielles nachher hin. Räume werden geschaffen. Voila. Du, wir brauchen mal eben ein bisschen Licht, weil das geht mir so ein bisschen auf die Ketten hier. Nice. Da wird es natürlich jetzt ins Feintuning so ein bisschen gehen, ne? Das bedeutet, wir müssen da natürlich jetzt mal gucken, was wir da jetzt so hinstellen. Ich habe mir Folgendes gedacht. Wir gehen jetzt mal auf die Möbel und auf die Sessel oder sowas oder hast du nicht geflext, Alter. So, das ist ein richtiger also da sitzt ein Boss drin, verstehst du? Oh, du nennst mich nicht einmal Don Capitano. Du nennst mich nicht einmal Kalle Kuschinski. Weißt du, der sitzt dann hier unter seiner Lampe und hinter ihm, ja, hinter ihm. Was könnte dort wohl sein? So, meine Damen und Herren. Das K in Kalle Kuschinski steht für Qualität, für King und für Kartoffel aller und Krokette und kannst mich mal am S lutschen. So richtig, also irgendwie wirkt das ein bisschen wie so eine kleine SM-Höhle, aber ist auch nice. So, gut, dann gehen wir ins nächste Zimmer und das ist der sogenannte Black Room. Ihr werdet jetzt auch wissen, warum. Wir machen mal einen Schnelldurchlauf. Ran damit, ran damit, ran damit, ran damit, ran damit, ran damit. Neue Fertigkeit, geil. Jo, jo, jetzt gibt's 5 Fliesen und Paneele. Bam, 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 bam. Marmorstein und Eisen bricht, aber unsere Mutter nicht. Alles, alles, alles geht vorbei. Doch ich hab ein Ei, eine Ibuprofen. Lecker, lecker in meinen Magen. Lecker, lecker, schwarzer Raum. Und du kannst mir vertrauen. Ja? Kaufen? So, der muss natürlich hier genau drunter. Wir können das ein bisschen nach hinten verschieben, das Konstrukt. So. Ja, noch ein bisschen nach hinten. Das sieht gut aus. Dann brauchen wir Stühle. Und wir kennen das schon alles aus einer ganz speziellen Folge. Fabroller. So. Ich würde sagen, die Situation ist klar. Ich muss sagen, das hat was. Auch natürlich schön schwarz. Schwarzer Granit. Oh. Guck mal. Kann man sogar ohne Feuer. Hier würde ich jetzt dem Hausbesitzer kreativen Freiraum lassen, vielleicht. Übrigens habt ihr immer gesagt, das ist ein Scharfschützengewehr. Hier steht es. Maschinengewehr. So. Da würde ich sagen. Das E steht für Ehre. Da weiß man dann auch einfach, hier kommen wir rein. Ich meine, man hat hier Wegweiser, ne? Man weiß ja genau, wo es lang geht. Voila. So, dann brauchen wir jetzt ein paar. Jetzt brauchen wir 1-2 Fernseher. Der natürlich maßlos übertreibt. Geil. So, da haben wir jetzt hier noch ein paar Fernseher aufgestellt. Hier nochmal ein schöner Tisch mit dran. So, da kann man natürlich alles Mögliche mit machen, ne? Hier kann man zocken, hier kann man irgendwie Ping-Pong, Tischtennis, irgendwie schön einen bechern, à la voila. Das ist alles möglich hier. Wir haben bisher es immer geschafft, ein Haus von innen mit Fabrollen auszustatten. Ne, dafür stehen wir mit unserem Namen. Aber was wir noch nie gemacht haben, ist von außen Fabrollen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Pimp Your Motherfucking House, Alter. Jetzt klatscht es. Mehr Fabrollen! Mehr Fabrollen! Mehr Fabrollen, Alter! Gib Fabrollen! So, Leute, jetzt haben wir hier auf jeden Fall einiges an Fabrollen angebracht. Ich mach das hier drin auch überall. Ich kann nicht mehr. Gib mir mehr Aufträge.
So. So, Leute. Jetzt haben wir das ganze Haus von außen auch zugetackert. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr. Ich gebe jetzt die Scheißhütte ab. Wir haben 240.000 gekauft. Ein bisschen was reingesetzt. Ich will natürlich jetzt verhandeln. Ich hätte gern einfach nochmal 80.000 mehr, Donald. So viel Geld haben wir nicht. Tut uns leid. Naja, wir haben jetzt auf jeden Fall Plus gemacht, würde ich sagen. Ja, meine Damen und Herren, auch wenn irgendwie dieser eine Auftrag jetzt nochmal gut gelaufen ist, ich sag's mal so, wie es ist, Alter. Die Fab-Rolle ist schon halb abgewickelt. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal eine Nachricht schreiben. Es gibt ja hier unten so eine Funktion. War es das jetzt? Müssen wir die Aller Ultras GmbH im Innenarchitektenbüro aufgeben? Ich bin's, euer Kalle Kuschinski. Und wir sehen uns bald, Aller. Tschüss. Jetzt mal aus. Ich hab keine Lust mehr.